Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video an, wie wir eigene Exception-Klassen schreiben können. Und dazu fangen wir einfach gleich mal an. Wie wir ja bereits öfters erwähnt haben, sind Exceptions nichts anderes als Klassen. Und ich schreibe hier eben mal eine Mitarbeiter-Exception. Und der erste Punkt, den wir eben einhalten müssen, ist eben, dass wir von der Klasse Exception ableiten. Das ist der erste Punkt, den wir eben einhalten müssen, damit wir überhaupt diese Klasse als Exception nutzen können. Und Punkt 2, den wir einhalten sollen, ist, wir sollten ja bei jeder Exception, die wir werfen, immer die Möglichkeit haben, in Prosa ein bisschen Text mitzugeben, die sogenannte Message, die eben dann genutzt werden kann von einem Programmierer, der die Exception sich dann anschaut, warum ist sie aufgetreten, warum wurde sie nicht gefangen, um herauszufinden, warum ist dieser Fehler eigentlich aufgetreten. Und wie wir hier sehen, gibt es dazu eben einen Konstruktor auf der Klasse Exception, der eine String Message entgegennimmt. Und genau das können wir auch hier machen. Das heißt, wir schreiben einen Konstruktor, der eben hier diese Message entgegennimmt und sie aber mit diesem Base-Schlüsselwort an den Basiskonstruktor weiterleitet. Denn die Klasse Exception hat ja bereits diese Eigenschaft Message. Die ist zwar virtual, wir könnten sie überschreiben, wenn wir möchten, aber im Normalfall macht man das nicht. Und über diese Eigenschaft ist eben das, was hier als Parameter in diesen Konstruktor reinkommt, abrufbar. Also das sollte man auch auf jeden Fall haben, dass wir einen Konstruktor bauen, der zumindest die Message entgegennimmt. So, und weiterhin, wenn wir eigene Exception-Klassen bauen, dann sollten wir eigentlich auch darauf achten, dass wir mit unserer abgeleiteten Klasse irgendwelche Zusatzinfos zu einem Fehler bereitstellen. Also nicht einfach bloß sagen, wir haben hier eine neue Kategorie von Exceptions, denn es gibt eigentlich für jede Kategorie im .NET Framework schon eine mehr oder minder passende Exception. Also bloß sagen, ich leite hier ab, damit ich quasi in einem Catch-Block dann meine Mitarbeiter-Exception genau fangen kann. Und genau dafür ist bloß diese Klasse da. Das sollte man, wenn möglichst, vermeiden. Das lässt sich nicht immer umgehen. Aber im Prinzip sollten irgendwelche Zusatzinformationen hier mit dazukommen. Und ich sage hier eben, dass wir, wenn eine Mitarbeiter-Exception auftritt, eben auch der Mitarbeiter, bei dem sie aufgetreten ist, hier mit angegeben werden muss. Was mache ich hier? Ich mache hier einen Guard-Clause, also ich überprüfe, ob das Objekt 0 ist und werfe eben eine Argument-Null-Exception für den Mitarbeiter, wenn das der Fall ist, und halte mir diesen Mitarbeiter eben in einem Feld fest. Das mache ich idealerweise eben read-only. Und ich baue mir hierzu noch eine Eigenschaft, über die der Nutzer im Catch-Block, also oder der die Exception fängt, letztendlich ablesen kann, aha, das war dieser Mitarbeiter, der zu diesem Fehler geführt hat. Und das sind eben so die drei Punkte, die man beachten muss, wenn man eigene Exception-Klassen schreiben möchte. Punkt 1 nochmal, wir leiten von Exception ab, sonst können wir es nämlich nicht nach einem Throw-Statement einsetzen. Punkt 2, wir sollten auf jeden Fall darauf achten, dass man zu dieser Exception auch einen Prosa-Text mit angeben kann, und das kann der Instanzierer dieser Klasse eben über den Parameter Message tun. Und wir sollten auch irgendwelche Zusatzinformationen bieten. Wenn unsere Exception-Klasse keine Zusatzinformationen zu dem jeweiligen Kontext, in dem sie geworfen werden kann, eben bereitstellt, dann warum eine eigene Klasse schreiben und nicht eine aus dem .NET-Framework beispielsweise wiederverwenden? Wir haben ja im letzten Video die ganzen Klassen, die zu Exceptions gehören, aus dem .NET-Framework die wichtigsten mal angeschaut. Und es gibt auch noch viele, viele mehr.
Nichtsdestotrotz, hier wäre das eben so dargestellt, also das wäre eine Exception-Klasse, die wir nutzen könnten, und wir können jetzt hier eben statt dieser Basisklasse Exception auch unseren Mitarbeiter Exception werfen, und wir müssten hier eben noch zusätzlich dann beim Instanzieren einen neuen Mitarbeiter mit angeben, beispielsweise. Also das hier ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel, aber wir sehen hier eben, wir können unsere neue Klasse eben jetzt mit dem Throw-Statement einsetzen. Und hier im Skript habe ich das auch nochmal dargestellt. Also hier sind diese drei Punkte, die ich angesprochen habe. Hier ist nochmal diese Klasse. Hier habe ich sie Füge Mitarbeiter hinzu Exception genannt. Warum? Weil ich hier eben noch ein Beispiel jetzt anfüge. Hier ist eben eine Methode Public Void Füge Mitarbeiter hinzu. Und diese bekommt eben einen Mitarbeiter. Und diese Methode kann man sich eben im Kontext vorstellen, dass hier ein neuer Mitarbeiter in die Firma kommt und er soll das erste Mal eben zu den Human Resources mit hinzugenommen werden. Also sitzt irgendwie ein Mitarbeiter bei Human Resources und fügt diesen neuen Menschen mit zum Unternehmen hinzu. Und er könnte beispielsweise vergessen haben, dass er das Mitarbeiterverhältnis beim Nutzer über die entsprechende Ansicht einträgt. Und wenn dann eben intern irgendwann mal diese Füge Mitarbeiter hinzu Methode aufgerufen wird, dann überprüft dieser If-Block, ob dieses Mitarbeiterverhältnis auf einen validen Wert gesetzt wurde. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sorgen wir eben hier dafür, dass diese Exception, die wir gerade geschrieben haben, ausgelöst wird. Also das sorgt quasi dafür, nein, ich füge diesen Mitarbeiter nicht hinzu, wenn dieser Mitarbeiter nicht die richtigen Werte komplett bereitgestellt hat. Das ist jetzt natürlich ein vereinfachtes Beispiel, aber so ungefähr könnte es ablaufen. Und man sieht hier schon, Exceptions werden eigentlich immer in If-Blöcken oder Else-Blöcken ausgelöst. Unter bestimmten Bedingungen, die eben von einer Methode beispielsweise überprüft worden, ist ein Parameter hier eben richtig. Wenn nein, löse ich eine Exception aus, damit dieser Code, der danach folgt, nicht ausgeführt wird. Und stattdessen irgendjemand anders oben sich um diese Fehlermeldung kümmern kann, und dann kann er zum Beispiel auf der Ansicht anzeigen, lieber Nutzer, du hast vergessen, bei dem neuen Mitarbeiter unserer Firma das Mitarbeiterverhältnis zu setzen. Bitte mach das noch und klicke nochmal auf Speichern, beispielsweise. Ne? Aber wenn eben dieser Zustand nicht eintritt, also alle Angaben richtig sind, dann wird eben für den Mitarbeiter eine neue ID generiert, so rum. Das passiert eben über den ID-Generator, den wir beispielsweise uns schon mal angeschaut haben in einem vorherigen Video. Und dann wird diese Speichere neuen Mitarbeiter-Methode aufgerufen. Da habe ich die Implementierung jetzt hier aus Verständnis- und Platzgründen einfach weggelassen, weil wir A, noch nicht wissen, wie speichern wir Mitarbeiter überhaupt in Dateien, Datenbanken oder in sonstigen Speichermedien. Und B, ist es jetzt auch nicht hier von Belang. Was aber hier nochmal zu sehen ist, ist eben, wenn wir eigene Exception-Klassen schreiben wollen, dann sollten wir einen Grund dafür haben. Wir sollten quasi zusätzlich neue Informationen bieten, auf die man im Catch-Block lesen zugreifen kann. Das ist eben hier genau dieser fehlerhafte Mitarbeiter, der hier zusätzlich zu diesen Infos hinzugefügt wird. Und wenn man eben von eigenen Exception-Klassen implementieren möchte, dann muss man eben von Exception direkt oder indirekt ableiten. Sie können natürlich auch eine andere Klasse nehmen, die bereits von Exception ableitet, und diese als ihre Grundlage nehmen. Und eben Message nicht vergessen und zusätzliche Infos nicht vergessen. Ja, und hier steht es auch nochmal ganz unten. Eigene Exception-Klassen so weit wie möglich vermeiden. Verwenden Sie einfach die des .NET-Frameworks wieder, wenn es genau zu Ihrem Kontext passt. Also ich kann von mir sagen, 95% der Exceptions, die ich werfe, die sind eben .NET-Framework. Exceptions. Also ich schreibe sehr, sehr selten eigene Exception-Klassen, und das sollte man eigentlich auch ein bisschen mit dem Hinterkopf haben. Aber wir schreiben eben genau dann Exception-Klassen, wenn wir zu
Fehlverhalten noch zusätzliche Infos hinzufügen möchten. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video schauen wir dann uns mal ein größeres Beispiel an, wie wir Try-Catch einsetzen können, um Exceptions zu fangen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.